Leute, hier ist wieder eure Skyrosa zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, im letzten Part waren wir noch einmal in Disney-Stadt. Okay, wir haben jetzt so sehr, sehr wenig Truhen. Da werde ich mich die nächsten Parts mehr darum kümmern. Aber mir ging die Welt ein bisschen auf den Keks wegen... wegen den vielen Minispielen. Ich vermute aber auch, dass die in die Schätze mit reinzählen. Aber das ist ja eine andere Geschichte, denn wir wollen jetzt zur nächsten Welt aufbrechen. Und zwar der Arena des Olymp. Weil ich möchte die nachher Kampfstufe machen, weshalb der tiefe Weltraum wohl noch ein bisschen auf uns warten muss. Aber ich würde sagen, brechen wir in die Arena des Olymp auf. Im Übrigen eine Welt, die schon in sehr vielen Kingdom Hearts vorkam. Dementsprechend... würde ich dann einfach sagen, ich werde dann mal reingehen. Sollte es jetzt eine längere Cutscene geben, werde ich mich selbstverständlich wieder einmal muten. Oh, ja, das war gerade sehr blöd. Hab mich verdrückt. Bis gleich. Stay back. Oh, war ja nun ein sehr kurzes Intro. Herkules wird angegriffen und was ist? Terra geht dazwischen. Aber mich wundert, dass der, naja, dass er sich nicht wehrt. Aber egal. Ja, wir besiegen jetzt die Unversierten. Okay, der hat von vorne eine gute Deckung. Also ist er im Prinzip wie die Ado-Wampe, um das mal mit einem Herzloden zu vergleichen. Der ist ja von vorne auch fast nicht angreifbar, aber dann von hinten absolut Bombe. Aber gut, so geht's natürlich auch, selbstverständlich. Und wir haben hier schon wieder einige neue... Oh, PSP treu mich nicht. Wir haben hier schon wieder einige neue Unversierte. Das ist auch sehr cool. Und ja, ihr habt es schon mitgekriegt. Die Arena des Olymp basiert auf Disneys Herkules. Ich hab's ja schon gesagt. Aber ich glaube, spätestens nachdem mein Herk gesehen hatte, war es eigentlich klar. So. Ach, da seid ihr wieder. Einmal Blitzra. Oh. So, den können wir jetzt bei unserem Vollspasten anwenden. Den Verwirrschlag, den habe ich nämlich reingetan. Jetzt Blitzsturz. Und da haben wir wieder unseren altbekannten Ars Fatalis. Ach du Scheiße, wie viel kriegen wir bitte? Egal, Rostwurf. So, Blitzra. Wieder Ars Fatalis einsetzen. Wir haben auch nochmal einen von den Großen weg. Ah, ich wechsle mal kurz das Ziel. Ich finde nämlich, dass wir warten sollten, bis dieser Unversierte von oben runterkommt. Dann können wir ihn besser angreifen. So, nochmal Blitzsturz. Und die Giftklinge. Wir wollen ja auch schön die Kommandos, die wir haben, leveln. Das ist ja auch so einer der Gründe, warum ich für das Kommandodeck wechsle. Damit wir dann auch viele fusionieren können und noch stärkere Angriffe bekommen. So, das wär's dann. Wow, meine Nase juckt mal wieder. Das ist furchtbar. Oh, entschuldigt. Ich glaube, ich muss mir nach dem Part mal die Nase putzen. Dann hört das wieder auf. Aber gut, was erwartet uns jetzt? Das ist die Frage. Ach ja, wie ich die Ladezeiten von Birth by Sleep liebe. You okay? Huh? Yeah, thanks. Guess they were too much for me. I'm just gonna have to train harder. You're pretty tough. It really handled those things. Are you here to enter the games? What games? The games.
to see who's strongest. One day, I'm gonna win them all and become a true hero. Hey, where are you? Front and center right now, or I'm packing on another 1,000 laps. Uh-oh, gotta go. The Colosseum's just up ahead. I hope I get to see you fight there sometime. A competition. I should find out how strong I really am. Ach ja, so ist unser guter Terra, der möchte irgendwie immer wissen, ob er der Stärkste ist. Aber hier sind wir in der Arena des Olymp. Wie ich ja bereits sagte, basierend auf Disneys Herkules, scheinbar auf den jungen Zeiten, denn der kleine Herk ist ja noch, ja genau, er ist halt noch klein. Ja. Und hey, hier war ein Taler versteckt, cool. Sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir sind ja hier jetzt in einer größeren Stadt. Da werden sich mit Sicherheit ein oder zwei Schatztruhen finden. Obwohl, wir können da gar nicht hoch. Doof. Aber wir finden hier sehr viele Taler. 27 Taler jetzt schon. Wow. Und natürlich HP, aber das ist auch gut, weil... die wieder voll kriegen nach dem Kampf ist auch ganz gut. Und wieder ein paar Talerchen. Juhu. Oh, sehen wir nochmal da vorne, ob wir da hin können. Nee, können wir auch nicht. Hä, super. Na toll. Ist ja viel von der Stadt zu sehen. Ein Platz. Na gut, gehen wir mal Richtung Kolosseum. Mal sehen, was uns da erwartet. Jeez Louise, one chump after another. Like a who's who of Decathlon disasters around here. All I need is one measly warrior tough enough to give Zeus a jolt of his own medicine. Wait. Dark, moody, powerful? Yes, he's perfect. This is it. How sad is this? Huh? Pains me to see it. All that power going to waste. Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yada yada, how you doing? Hey, let me guess, you're trying to put the kibosh on the darkness inside you. Am I right? Of course I'm right. Well, anyway, bad idea. Wait, what? Okay, stay with me. Darkness is inside everybody. Nothing to be ashamed of. You play nice with it, and darkness will be your best friend. But if you go and get all self-conscious and refuse to face it, the darkness will run over you like a debutante at a toga sale. And then where are you? Nowhere. Now me, I look at you, and I see potential. That's right, kid. You got the potential to conquer the darkness inside you. And I'll even give you some pointers. I mean, believe me, if anybody knows conquering, I know conquering. Well, let's hear it then. How do I conquer the darkness? Easy. You sign up for the games. I know, I know. Please, Lord Hades, the games. But hey, you would be surprised what you can learn in the heat of battle. And don't worry, I'll be right there to guide you every step of the way. I'm kind of what you'd call an expert in the art of darkness. Oh, decide fast. This is a limited time offer. Na, Terra? Irgendwie wollen immer die Falschen was mit dir zu tun haben. Wir haben soeben gerade Hades, den Gott der Unterwelt, den größten Spasten dieser Welt getroffen. Ja, er sucht nach einem Kämpfer, um es Zeusheim zu zahlen. Und jetzt denkt er sich, ja, ich kann mal Terra benutzen. Und Terra scheint darauf reinzufallen, Vollidiot. Ja, verdrückt. Oh Gott, ich hab's heute wieder. Ich hab's heute wieder. Oh, juhu. Liegt einfach daran, dass ich heute schon ein bisschen Stress hatte, die PSP anzuschließen. Und weiß ich nicht. Ich bin deswegen einfach nur froh, aufnehmen zu können.
Na gut, hier haben wir auf jeden Fall zwei Truhen und einen Megatrank und... Eigentlich heißt das ja Mega Potion, aber ich will ja nicht päpstlicher sein als der Papst. So. Und ich würde sagen, wir machen hier noch die ganzen Krüge kaputt und suchen dann noch nach ein paar Truhen. Allerdings ist dieser Ort hier wirklich... Oh, falsch. Ist dieser Ort hier wirklich schon bekannt? Ich finde den auch toll. Ist zwar nicht eine meiner liebsten Welten, aber eine coole Welt. Und, ach du Scheiße, wir sind weitergegangen. Obwohl ich da eigentlich an diese Riesentruhe wollte. Ah, dann müssen wir da nach der Cutscene hin. Achso, nee. Wir müssen da gar nicht nach der Cutscene hin. Gott, warum will ich ständig die blöden D-Links auswählen? Naja, nicht blöd. Ich finde, die D-Links sind eigentlich eine nette Ergänzung. Aber trotzdem. Es regt mich auf, wenn ich was machen möchte. Und ich mich die ganze Zeit verdrücke. Ich finde, das sollte ich mal besser in den Griff kriegen. Eines Tages passiert mir das noch in einem wichtigen Bosskampf und dann gehen wir K.O. Das wäre auch scheiße. Puh, deswegen fokussieren und rein, denn da vorne steht Hades und da ist noch ein Speicherpunkt für alle Fälle. Und ich vermute, hier ist die Karte. Gut, dann haben wir jetzt alles für die Arena des Olymps. So, was willst du von uns? Hm, bist du bereit? Moment, nein. Bist du bereit? Nein, noch nicht. Denn ich denke mal, wir werden jetzt ein großes Turnier mitmachen. Und ich finde, das gehört, wenn, in einen eigenen Part. Deswegen werde ich hier jetzt einen Cut setzen. Und dann im nächsten Part werden wir uns unter Hades Anweisung dann mal in Richtung der Spielewagen. Von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.